Hallo und recht herzlich willkommen zu unserer Freitagsfolge, der fünften Folge aus unserem Livestream von letzter Woche am 15. März hier auf der Silver Run Forest im LS22. Mein Name ist Stefan und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Und ich warte hier gerade im Zug auf die nächste Lieferung von Metall und er holt mir die. Und da bin ich hier vorbei. Da kommt doch schon der liebe Simon. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja, ich muss aber was machen, was bitte die Zuschauer niemals nachmachen. Weil das macht man nicht. Im Real Life. Richtig, im Real Life macht man das überhaupt nicht. Wenn die Schranken unten sind, stehen bleiben. Wieder wegmachen, damit er abladen kann. So. Oh. Rückwärts muss jetzt fahren. Ist schneller. Und dann seht ihr hier, das sieht aus wie Transportfieber. Übrigens, wenn ich aus der Perspektive hier rückwärts fahre, auch ein interessantes Spiel. Transportfieber 2. So. Fährt und fährt und fährt rückwärts. Aber ich werde zum Sägewerk mal hochgehen und da mal die ganzen Paletten einlagern. Hätte ich ja mit auf den Zug können. Aber warum ich eigentlich auch noch zum Sägewerk möchte, ist, dass ich dich von da oben mitnehmen kann. Ah, ich hab's ja nicht. Ja. Nicht wie bist du zu mir? Na, da wird's wieder totgeschwiegen, ja? Verstanden. Ich bin ja gleich hier aus. Und dann. Das war's. Zug hat mich auch. Boah. Das hat geschmeckt. Was denn? 131.540 und 6.419. Ja. So, jetzt kann man Schafe holen, oder nicht? Oder nee. Ist dir immer noch zu wenig Geld? Zu wenig. Da muss doch das Komma nach rechts versetzt werden. Echt jetzt? Ja. Geiles Blech hier, du. Ja. Kommen wir nie zu unserer Wolle. Doch, wir haben schon Wolle. Ja, das wisst ihr, das ist ja Unfall. Ja. Unfall, das ist über 2000 Liter. Gut. So. Ja, wegen blöd, dass ich jetzt da irgendwie rumspielen muss, bis ich sie jetzt da draußen habe. Da wäre so ein Schmalspurträger ganz geil. Ja. Ah, noch hast Platz. Oh, die schiebst ein bisschen weg, die Paletten, dann geht's schon. Ja. Eieiei. Fahren wie beide Profis, du. Obela. Sehr so. Gut, hast sauber gemacht, das ist doch sicher. Und flupp, eingelagert. Super, macht das Geld. Dann haben wir natürlich noch mal andere zum Mitnehmen. Ne? Das sind
Es ist wieder das Rätselraten. Welche Ding ist es, ne? Das sind die langen Blätter, oder? Ja, aber welcher Eintrag meine ich? Ach so, von Autolot, ja. Ah, gefunden. Vom Autoload, ja, weil ich muss halt aber auch einen Schemellenker, ne? Hoppala. Ja, wieso? Ja, wenn du wandern, dann könntest du ein bisschen besser wahrscheinlich da rückwärts reinfahren. So gut halt wenden, ne? Ja, also ich sag's mal so, ich könnte schon reinfahren rückwärts, aber es würden halt Jahre dauern. Bisschen die Performance verbessern. Mhm. Aber alles, was eingelagert ist, ist ja weg. Ja. Man wird ja nicht rendern und nicht berechnen. Genau. Aber ich müsste doch jetzt beide Holzarten quasi die gleiche Palettenart haben. Das heißt, wenn du die jetzt. Boah, hast du das gesehen, wie smooth das war? Ja. Das sind die Balken, glaube ich, gell? Holzbalken? Das sind Holzbalken, genau. Ja. Wenn du jetzt quasi fertig bist, müssten eigentlich die Bretter auch dann mit der gleichen Einstellung aufgeladen werden, oder? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das sehen wir dann ja. Wir werden sehen. Also mischen kann man ja nicht, gell? Das glaube immer nur eine Sorte. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass es gehen sollte, aber wir haben es auch mal probiert und wir haben es nicht hingekriegt. Ach doch, es geht. Hier. So. Hatte ich doch recht, ne? Die Blätter gehen auch. Ja, auch im Winter. Es muss halt, glaube ich, die gleiche Art sein, hier bei dem Autolaut. Sieht aber schon gut voll aus, das Lager. So. Scharf vorbei. Ja, das muss so. Ja, das ganze gute Holz da einlagern. Der Vogel passt da nicht mehr rein. Nee. Kann man auch mal verkaufen, glaube ich. Weil unsere Produktionen brauchen die, also die, meine ich, die Achterbahnen und, die Holzwerft, weiß ich gar nicht, ob die noch was braucht, aktuell an Holz. Bestimmt. Aber ihr habt ja auch schon lange nicht mehr so viel geliefert hin, ne? Mhm. Dom. Tick. Ah, jetzt bis hier rumkommen. So. Nur drei Stück hier mitnehmen, genau. Ja, wir haben es ja eingestellt auf Auslagern, weil wir eben diesen Stackable-Mod da haben. Mhm. Deswegen haben wir es ja gesagt, wir lassen es auf Auslagern. Mhm. Sobald halt mal was drin steht, dass es voll ist, dann ist es wirklich voll. Mhm. So. Ah, lange Bretter. Haben wir das Sägewerk mal hier frei gemacht. Von drüben hat da auch noch Paletten. Ja, aber das ist jeweils nur eine. Das ist ja okay. Mhm. Oder? Müsste theoretisch. Ja, ja. Nur eine. Da
auch mal prüfen lassen. Wie sieht sie eigentlich aus? Lager. Ah doch, du, das würden noch 115 Paletten reinpassen, ne? Das ist ja. Ja, was denn? Wahrscheinlich optisch halt jetzt so voll, aber. Mhm. So. Können wir vielleicht auch noch bei der Belagsfabrik vorbei und da was aufladen? Wollten wir nicht doch die Belagsfabrik, die Schreiner, die Möbelhersteller. Haben wir doch auch Gelände oder sowas drüber gehabt. Oder Schränke. Wir könnten uns theoretisch auch mal eine Produktion kaufen. Weil ich glaube, die haben noch nicht alle Produktionen, oder? Genau, die Möbelfabrik, da haben wir, glaube ich, wir haben nicht alle. Wir haben Textilbetrieb, haben wir. Fassfabrik haben wir. Papierfabrik wird fehlen, aber die müssen wir dann mit Holz beliefern. Zubehörfabrik und Schindelfabrik. Und Haustierzubehör. Lohnt mich jetzt in eine Produktion hin. Zu welcher? Von uns egal. Eine oder? Nein, eine wollen wir kaufen. Dann langsamer fahren. Und jetzt an der Kreuzung links schräg gegenüber links. Da. Ist Haustiere. Und zwar, meine Tochter hat sich lange ein Haustier gewünscht und morgen ist es soweit, morgen kriegen wir eine neue Katze. Und dann passt es auch, wenn wir hier gleich Katzbaum oder Katzenbaum hier. 80.000 gekauft. Okay. Was brauchen wir hier? Zum Verwalten. Lange Blätter und Wolle brauchen wir. Katzenbaum. Genau, da brauchen wir eben die Wolle. Genau. Genau. So, dann kannst du die langen Blätter holen und ich hol die Wolle. Au! Was machst denn du? Angefahren. Haben wir eigentlich noch einen kleinen Anhänger? Nein, aber dann fahren wir mal hier mit. Also, wie viele lange Bretter passen denn da hier nochmal rein? Lass uns mal ganz kurz noch gucken. Die da reinpassen? Ja. Wie viel 100.000 Liter? 20.000 Liter passen da rein. Und die Fabrik für Haustierzubehör. 20.000 Liter und 20.000 Wolle. Ja. Dann bin ich mal wieder unterwegs und hol die Bretter wieder aus dem Lager, wo wir gerade eingelagert haben. Mhm. Ah, guck, jetzt tun wir auch die Wolle benutzen, ne? Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Herrlich, sag ich dir, herrlich. So, bin jetzt aber oben angekommen. Aber du dürfst uns mal sowas erzählen. So, ich versuch gerade was. Ja, meine Leute,
Es ist soweit. Die Zeit. It's time to say goodbye. Time to say goodbye. Ich versuche gerade hier die Palette noch ohne drauf zu bekommen, dann ist gar nicht einfach. Ja. Es ist wieder soweit, wir beenden unseren Livestream bzw. unsere 5. Folge und somit somit möchte ich mich verabschieden hier mit dem kleinen Retriever, der 2 Paletten dort geladen hat. Ist auch ein schönes Bild hier. Also eigentlich UVV, ja. Sag ich nur. Genau. Vor allem die zweite schwebt nur in der Luft. Und somit lasse ich den aber mal so davor stehen, damit auch der liebe Simon, wenn er mal vorbeikommt, hier das sieht, wie der hier dann steht. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, der Simon. Auf der Rückfahrt. Auto aus. Ach, mein Vater läuft gerade hier vorbei mit seinem Cowboy-Hut und seiner Lederjacke. Servus Vater, da sagt man jetzt mal Hallo. Ja, so ist es halt, ne? Eiskalt hier in der Silver Run Forest. Ja, ich möchte mich verabschieden, bedanken für euer Besuch. Hinterlasst doch einen Daumen nach oben, Kommentare und auch ein Abo. Und schaut auf unser Discord vorbei, insbesondere wegen der FarmCon. Ja. Juli rückt mir und eure Fragen können ihr gerne auf meinem Discord platzieren oder der Rubrik FarmCon 2024. Und somit gehören jetzt klassisch die letzten Worte dem Simon. Ja, hi. Na Simon, was sagst du zu dem Retriever hier? Leicht überladen. Aber da geht noch was. Mit dem haben wir Palette Metall mal transportiert. Genau. Nee, ja. Wie gesagt, Stefan hat eigentlich alles soweit gesagt. Wir hupen hier so wie verrückt. Du. Was ist mit dir los? Geht doch. Ja, Stefan hat alles gesagt. Macht das, was Stefan gesagt hat. Aber vergesst eins nicht. Abonniert die... aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Und ja, ich möchte mich jetzt auch noch verabschieden von euch. Und ja, schaltet nächsten Freitag, glaube ich, wieder ein. Ja, da kommt Bausim, ne? Nee, Trucks and Logistik. Ah, stimmt, Trucks and Logistik. Okay. Genau. Also, wir sind mit allen Wässern gewaschen. Richtig. Und bis dann. Ciao, ciao.